Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind hier stehen geblieben bei diesen Sklavenhändlern irgendwas, weil das Spiel ist ja letztes Mal leider abgestürzt. Warum auch immer, keine Ahnung. Mein PC, der hat seine Macken. Und wir sind, genau, Paradise Falls hieß diese Gegend, ganz schön komisch. Paradise Falls, was bedeutet das auf Deutsch? Paradiese, irgendwas da. So, alle sind tot oder sollten tot sein. Die Stadt sieht ja ziemlich selbst aufgebaut aus. Da ist ein Brachim. Wir gucken uns mal noch ein wenig um, was wir da so haben, weil manchmal verstecken sich hier ja noch Kisten oder so. Munitionskisten und vor allen Munitionskisten. Ja, das sind... Ey, was sind denn das für Leute da? Was seid denn ihr für welche, hallo? Ach, das seid ihr, die ich freigelassen habe. Naja, wenn ihr dort wieder rein wollt, das ist eure Entscheidung. Das ist schon nicht meine Entscheidung, ne? Chinesisches Gewehr. Boah, Brachim Steak hätte ich auch gerne. Eulagis Pad, keine Ahnung. Eulagis Bude oder so. Was ist das hier? Ich bin's, euer Präsident John So. Was bist du für einer? Natürlich ein Schwarzer, der Sklavenhandeln betreibt. Was ist denn das für einer? Und weg ist er. Was ist denn das für ein komischer, Alter? Meins, meins. Schlüssel der Kiste in Paradise Falls. Okay. Aha. Aha, vor seinem Bett hat er dann sowas, ja. Okay, ich sag gar nichts. Hauptterminal von Paradise Falls. So. Oh, jetzt noch knacken hier. Okay. Geht doch! Das war ja mal einfach. So, bla bla bla, Anmeldung, Safe aufschließen, das als erstes und dann Geschützturmsteuerung. Gibt's gar nicht mehr. Safe aufgeschlossen, perfekt. Meins, meins. Kannst du behalten. Eine Wackelpuppe! Yeah, die können wir uns dann wieder ins Hotel stellen oder so. Die Inschrift auf den Sockel lautet, mögen ihre Worte ihre Waffe sein. Ihre Fertigkeitssprache wurde dauerhaft um 10 Punkte verbessert. Geil! Das gefällt mir. So, was haben wir hier weiter? Oh, Nuka-Cola Quantum. Und zwar ganz schön viel. Ey, ich bin hier auf irgendeine Ader gestoßen oder so. Gib her. Nuka-Cola Quantum. Ach, ist das nicht geil, Leute. Ist das nicht geil. Hammer. Gefällt mir. So. Wo geht's denn hier oben raus jetzt? Noch Paradise Falls. Ach, hier wurden wir mit der Panzerfaust beschossen, glaube ich. Was? Chinesisches Offizierschwert? Aha. Aha, aha. Interessant, interessant. So, jetzt versuche ich mal hier so elegant rüber zu springen. Was mir natürlich nicht gelingt. So, vielleicht irgendwo... Irgendeine Kiste war doch irgendwo Paradise Falls. So, irgendwie hatte ich gerade voll den Fehler im Spiel, Alter. Es wurde wieder... Es wollte wieder abschmieren, ja? Es wollte, aber ich hab... Ich hab gesagt, nee, nee, du. Da nicht. Nicht mit mir, Brunos, du. Nicht mit mir. Und er ist nicht abgeschmiert, natürlich, ne? Ich hab's geschafft. So, wohin geht's denn überhaupt jetzt hier? Kleidung, sonstiges, bla bla. Weltkarte, lokale Karte. Warum soll ich denn jetzt nach da wieder? Warum soll ich wieder zu dieser Bude rein? Ich will erstmal mich hier durchgucken, was es hier noch gibt. Weil wir haben irgendeinen Schlüssel zu irgendeinem... die hat da ein Schwert in der Hüfte, glaube ich. Aber Schrotpatron. Ah, sehr gut, sehr gut. Verkaufsautomat. Tja, ich kaufe nicht, ich klaus mir, wenn schon. Junkfood, meins. Ich meine, hier lebt ja eh keiner mehr, also... brauchen die das alles gar nicht mehr. Aber ich will trotzdem immer noch diese Truhe da finden. Oh, was die hier veranstaltet haben, ey. Eine Party oder so. Wie heißen, nicht Springfield Party, sondern die heißen ja irgendwie anders. Diese ganz großen in Amerika immer. Ah, weiß ich auch nicht. Klinik, die haben sogar ihre eigene Klinik. Geil, ich hoffe, wir finden hier ein paar Dings drin. Hier drüben. Wo? Aua. So. Zack, Kopf ab. Sie haben Karma dazu gewonnen. Sehr schön.
Meins kannst du behalten. Meins, Rest kannst du behalten. So, was haben wir da drinne? 100 leere Spritze brauche ich nicht. Medics. Messer brauche ich auch nicht. Redix. Redaway. Schmutziges Wasser kannst du behalten. Stimpack viermal. Brauche ich nicht. So. Aktenschrank. Alter, die haben ja Schlüssel hier für alles. Ameisenfleisch. Okay. Hundefleisch. Was macht denn das hier? So einfach auf dem Boden. Ist ja ekelhaft. Also ich esse ja nicht gewöhnlich vom Boden, aber naja, weil es hier ja nichts Besseres gibt, müssen wir uns anpassen. Und darum essen wir das auch einfach mal ausnahmsweise. So, was haben wir hier? Baracken. Hier sollte eigentlich keiner mehr drin sein. Was? What? So, als erstes. Okay, und die andere ist tot. Nein, dich wollte ich eigentlich nicht hier abknallen, aber okay. Genau. Oh, da oben ist auch noch eine. Was? Ach, der ist schon tot, darum konnte ich den nicht auswählen. Komm schon, bitte triff. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, mehr sollten hier auch nicht mehr sein. So, wo ist der Typ jetzt gestorben hier? Da. Ach, die haben eh alle nur so Kackwaffen eigentlich. Nein, ah, das wollte ich alles gar nicht mitnehmen. Egal, jetzt habe ich es im Inventar. Jetzt habe ich es schon mitgenommen. Ganz schön viel Alkohol, diese Sucht, die ich hier. So, hier gibt's nichts. Ich hoffe, oben ist irgendeine Truhe oder wenigstens noch medizinische irgendwas. Verkaufsautomat. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, erstmal hier der grüne Staub. Sehr schön. Hier haben wir auch nichts, außer ein paar leere Spinte. Ich will darüber. Hey, da drüben muss doch sicher noch was sein, oder? Wie komme ich denn darüber? Komme ich nicht rüber. Naja, egal. Die Baracken sind dann auch mal geklärt, endlich. Aber da hinten gibt es noch etwas Load und irgendwas. Aber wir nehmen erstmal ein paar Stimpaks. Sonst verrecken wir hier noch. Und das wollen wir ja nicht. Stimpak, Stimpak, Stimpak. Ach, ich nehme alle jetzt. Sind wir wenigstens voll geheilt, ist alles in Ordnung. Und zwar ist dort Lock and Land. Weiß ich nicht, was das ist. Lock and Land. Was ist das? Eine Bar? Oder doch. Wie heißt das hier? Das Munitionslager, weil so hört sich das an. Lock and Land. Alter, und ich hab recht. Krass, ich bin im siebten Himmel. Aha, aha, I like it. Sturmgewehr, so. Fangen wir an. Meins. Was haben wir hier? Millimeter mit Pistole. Blablabla. Sturmgewehr. Dann haben wir hier verschiedene Messer. Was ist das? Polizeiknüppel, Bleirohr. Metallkiste. Ja, bring mal da um, bitte. In der Zeit, weil ich bin hier gerade an dem beschäftigt. So. Ach, da geht's noch weiter runter. Gehen wir gleich. Erstmal hier noch alles schön durchgucken. So, hier gibt's nichts mehr Interessantes und die Waffen auf den Tisch, aber alle will ich ja auch nicht mitnehmen. Ich meine, wir haben ja hier unsere gute Waffe oder die beste Waffe im Spiel, glaube ich sogar. Inzwischen, weil ich glaube nicht, dass es da eine bessere gibt. Lagerschlüssel, perfekt. Lager, ich komme. Ich komme, Lager. Metallkiste leer. Lager. Hä? Wo ist denn das Lager? Oder... War das hier das Lager? Das ist ja lowless Lager hier, ey. Ich dachte, hier gibt's wenigstens noch was, Mann. Das kann doch nicht das Lager sein, oder? Oder doch? Ich glaube, das ist das Lager. Das kann doch nie im Leben das Lager sein, hier schon. Sieht aber voll kacke aus. Na los, oh, sind wir jetzt hier stecken geblieben? Scheiße. Scheiße. Wir sind stecken geblieben, Leute. Ach, das ist doch ungerecht, Mann. Ja, wir sind stecken geblieben. Ah.
Wartet. Hier, keine Ahnung. Help. Pip-Boy, Radio off, Auto, bla 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 bla. Was ist das hier alles? Force Radio Station Update? Was ist das hier? Set Minimal Use? Was ist das? Disable All Meals? Nein. Set Last X Door Act. Genau. Ist das der Code, der uns jetzt da oben angezeigt wird? Ich weiß es nicht. Wenn das der Code ist, dann hoffe ich. Das hier, dann hier das hier und dann 0000697912 und Code not pass this line. Scheiße. Stern Palit Cross, genau. Stern Paladin. Stern Paladin Cross. Kill Crest Update. Ach, ey, Leute. Hier. Ja. So. Na los, knall den da kaputt. So. So. Ach, hier sind so noch Munitionskisten. Die habe ich gar nicht gesehen. Ey, du kannst auch gar nicht treffen, wa? So, hier. Lagerschlüssel. Und das ist wahrscheinlich hier das Lager. Dieses hässliche Lager hier. Aber in den Lager ist nichts gelagert. Und in einem Lager, da lagert man eigentlich etwas. Warum ist hier denn bloß gar nichts? Das ergibt gar keinen Sinn. Aber naja. So. Ein Lager ohne Lager. Nee. Doch. Nee. Ach, keine Ahnung. So, jetzt erstmal hier Kleidung wieder ausziehen, damit wir etwas schneller latschen können. In der Klinik waren wir ja auch schon. Dort waren wir auch schon. Und hinten waren wir auch schon, oder? Ja. Da hinten waren wir auch schon. Ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Ach, dort sind die Toiletten. Aber was ist das hier? Okay, dort war der eine Tote drin. Das ist hier die Versklaverei. Die Tür ist verschüttet und da weiter gibt es nichts. Und uns wird angezeigt, dass wir wo rein müssen? Dass wir raus müssen, eigentlich, oder? So, wartet mal kurz hier. Weil wir haben ja noch immer noch diesen Schlüssel. Diesen Kistenschlüssel für irgendeine Kiste. Boah, hast du mich gerade erschrocken mit deinen Augen, ey. Krass. So, diese Tür hier ist versperrt. Die Tür ist da auch versperrt. Hier ist sein Liebesbett. Da hinten geht's nur nach oben. Da waren die ganzen Nuka-Colas. Hier geht's raus. Und da geht's nicht weiter. Naja. Egal, raus hier, Leute. Keine Lust mehr. Einfach nur raus hier. Sind eh alle tot. Wir haben hier schön alles geklärt und wir können jetzt wieder zurück zum diesem Bürgermeister, oder das auch immer einer ist. Dieses kleine Kiddie-Bürgermeister da. Ah, raus hier. Die Kinder südwestlich von Paradise Falls treffen. Das ist unser aktuelles Ziel. Geil. Da sind sie auch schon. Können wir hier noch etwas ausrauben wenigstens oder so? Ach, dort. Keine Ahnung. Ach, ich hab keinen Plan hier. So, jetzt zu dir, oder was? Danke, dass Sie uns hier rausgeholt haben, Mungo. Wir machen uns... An Ihrer Stelle würde ich es mir gut überlegen, noch einmal hierher zu kommen. So, Erfolg freigeschaltet. Wow, und Level Up, Leute. Ach, geil. So, erstmal hier Sprengstoff. Plus 10 Punkte, dann hätten wir das auch schon mal hier erledigt. Plus 1, dann machen wir noch einen hier, ja. Und dann machen wir hier Energiewaffen nochmal. Weil wir Energiewaffen ja ganz öfters jetzt, ja, benutzen halt.
kleine Waffen, nein. Wartet hier, Energiewaffen und genau, Pfeilchen, naja, okay. Große Waffen hier, Dietrich. 75 ist ganz gut, Nahkampf reparieren. Bla bla, reparieren brauche ich nicht. Kleine Waffen schleichen brauche ich auch nicht. Sprache ist noch ganz gut. So, dann können wir hier weiter eins aussuchen. Erstmal ganz nach unten, ne. Schneller Stoffwechsel. Mit dem Extra erhalten Sie bei der Verwendung von Stimpaks einen Bonus. So, Robotik-Experte. Fügen Sie jeden Roboter... Nein. Lebensspender. Mit dem Extra Lebensspender erhalten Sie 30 weitere Trefferpunkte. Nee. Kannibale. Mit dem Extra Kannibale... Tierfreund hatten wir schon. Nerdwut, Nachtmensch, Fitness. Mit dem Extra Fitness erhöht sich Ihre Chance, einem Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zu versetzen, um das... Äquivalent von 5 Punkten Glück. So, aber ich bräuchte was, damit wir irgendwie die Größe zählt. Sie sind von den ganz großen Waffen gerade besessen mit den Schatzsuchern. Nein, nein, blutiger Tod. Mit dem fügen Sie Ihre Waffe. Ja, okay. Mit dem extra Bleimangel, bla 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 bla. Ja, ja. Sie sind geradezu davon, wir sind Waffen mit zu benutzen und verlegen. Mit jedem weiteren halten Sie weiter für die Fertigkeit kleine Waffen und reparieren. Little League Spieler, jahrelang als Little League MVP der Vault haben ihre Waffen zu perfektionieren. Bla 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 bla. Intensives Training. Mit dem Spezialintensiv können Sie bei jedem Belegen Ihre Special Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Ja, intensives Training hier los. So. Die Stärke ist ein Maß für ihre rohe Körperkraft. Sie beeinflusst, wie viel sie tragen können und wie wirksam ihre Nahkampf... Nee, Wahrnehmung, nein. Ausdauer. Die Ausdauer ist ein Maß für ihre gesamte körperliche Fitness. Durch eine hohe Ausdauer werden Gesundheit und Umweltringe sowie die Fertigkeiten große Waffen und Waffenlos mit einem Bonus aufgewertet. Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit. Die Beweglichkeit beeinflusst die Fertigkeiten kleine Waffen und Schleichen sowie die Anzahl der Aktionspunkte, die für das VATS zur Verfügung stehen. Also Beweglichkeit oder Ausdauer und dann Stärke. Wie viel sie tragen können. Ja, machen wir einfach mal. So, wie viel können wir jetzt tragen? 270, ist doch ganz gut. So, und jetzt können wir... Jetzt könnten wir eigentlich wieder zu diesem kleinen Kiddie-Bürgermeister. Genau, nach da. So, Courage today, Victory tomorrow. Auf jeden Fall. So, und jetzt ziehen wir auch erstmal wieder unsere Rüstung an und greifen uns diese kleinen Kiddies dann auch an wahrscheinlich. Und dann verlieren wir und sterben wir. Schrecklichste Art hier. So, Power-Rüstung verbessern. Und los geht's. Ich glaube, wir laufen sogar auch etwas schneller. Ja, doch, ein wenig schneller, glaube ich, laufen wir schon jetzt. Doch, 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 doch. Doch, auf jeden Fall laufen wir etwas schneller hier. Ja. So, und jetzt mach du hier die Tür auf, Alter. Hallo. Was? Hallo, ich geb dir gleich Hallo. Ja, ich muss unbedingt zu Vault. Kennst du den Weg? Darf ich reinkommen? Ich habe deine Freundin, darf ich jetzt reinkommen? Sie sind in Ordnung, Mo. Kommen Sie herein, aber gehen Sie mir nicht... Ja, nerv mich. Alter. Also ich meine, der hat hier auch so ein kleines System eingebaut, ne? Alter, Alter! Mit dem Motorrad. Alter. Ey, das ist ja mal Technik pur hier. Und diese kleinen Kiddies haben das aufgebaut. Kann ich nicht noch ein bisschen länger bleiben? Tschüss, Sticky. Ja, tschüss, Sticky. Jetzt steh da nicht blöd rum, sondern hau endlich ab. Mir geht's besser als einem Hund. Wow, was für ein Glück. Ich bin Sticky. Vergessen Sie die Kleinkinder da. Ich bringe sie nach Big Town, wo die Mungos, Warum wollen Sie einen Haufen rotznäsiger Belger besuchen? Würden Sie nicht lieber nach Big Town gehen? Klar würden Sie gern nach Big Town gehen. Kommen Sie. Gehen wir. Ich kann Ihnen den Weg zeigen. Was ist Big Town?
Okay, ich bringe dich nach Big Town, aber erst muss ich Little Lamplight besuchen. Nur wer unter 18 Jahre ist, darf in Little Lamplight. Sobald sie mit den kleinen Belgern fertig sind, können wir zusammen nach Big Town gehen. Ich warte draußen auf sie. Mit einem Haufen Knochen. Na gut, okay. Hallo. In Ordnung, tschüss. Was? Okay, okay, wir gucken uns erstmal um, was haben wir denn hier? Was ist denn jetzt hier? Was? Irgendwas da? Keine Ahnung. Vorsicht! Ja, ich mach ja nichts. Vorsicht, sagt sie dir. Alter. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Nix, nix hier. Was Karma verloren? Ich leih mir das nur aus. Sag mal. Ich brauche das eh mehr als diese kleinen Kiddies hier. Sollen die doch alle verrecken. Sind nicht meine Zukunft. Little Lamplight Höhlen. Mach mal Platz, was Vorsicht. Du Göre, Souvenirs. Ja, wollt ihr hier, dass Touristen dann noch später irgendwann mal ankommen, ja? Es wird auf jeden Fall eine Touristen anziehen hier, die kleine Höhle. Bin ich mal gespannt. Mal losrennen. So. Ein Great Chamber, keine Ahnung. Mama, ich muss diesen Bürgermeister finden. Wo ist denn der? Ich glaube, wir gehen richtig. Ich gehe einfach dort, wo der Pfeil das anzeigt. Alter! Willst du mich verarschen, Mann? Was haben die hier alles? Murder Pass, okay. Was ist da hinten? Great Chamber. Die große Kammer? Was ist denn das? Hey, was haben die denn hier alles? Wohin rennst denn du? Schwarzer, du. Vorsicht! Ganove der Nacht. Alter! Hey, die wollen mich verarschen, die kleinen Kinder. Hey, die wollen mich... Mudface. Was ist mit den Kindern passiert, Alter? Warum können die sowas? Das ist ja unnormal. Ich glaube, die haben wirklich zu viel Strahlung abbekommen oder so. Tut mir ja schon leid. Egal, wir müssen zur Vault, das heißt, wir müssen nach da. Schätze ich jetzt mal einfach. Weil dort auch stand hier Sterberpass oder irgendwie so, keine Ahnung. So. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende geraten hier. Hier hängen sogar noch Eier. Doppelt gesichert sogar. Aber doch, hier haben die auch wieder so eine Technik, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Doch. Hier haben die auch wieder so eine Technik. Muss ich das jetzt irgendwie aufbekommen? Kann mir das mal jemand aufmachen? So, hier sind Steine drin, ja. Und die Steine sollten eigentlich so schwer sein, um das heben zu können. Wie komme ich hier raus? Sind sie irgendwie wahnsinnig oder so? Nö, bist du wahnsinnig? Und außerdem darfst du mir gar nichts sagen, was ich machen soll. Das ist hier... Hallo, ich will hier raus. Oh, ich muss jetzt diesen... Sie können das jetzt nicht verwenden. Wird viel zu blöd, um das zu verwenden. Mach mal auf den Kack. RJ dabei gedacht. Also, für wen arbeiten? Antworten Sie. Den Bürgermeister ließ mich rein, weil ich deine Freundin gerettet habe. Sie dachten, Sammy und die anderen hätten es nicht irgendwann allein zurückgeschafft. Bei allem, was ich ihm... Also, wer sich hier länger aufhalten will, sollte wissen, dass ich Prinzess bin und dir das Sagen habe. Und nicht vergessen, Mungo. Ich muss unbedingt zu Ken zu dem Weg. Da geht keiner von uns hin. Ist echt übel da. Wenn einer was weiß, dann ist es... Okay, wie ist... Es ist so langweilig. Es versucht so gut wie gar keiner mehr, durch das Hintertor reinzukommen. Ich habe gar keine Chance mehr zu schießen. Wäre lieber am vorderen Tor, aber RJ hat mich gezielt hier hinten stationiert. Vorne hätte ich wenigstens eine Chance, unerwünschte Besuch. Sie mit einbezogen, Mungo. Ach echt? Was für eine lebhafte Fantasie. Wenn Sie jemandem einen Bären aufbinden wollen, sollten Sie sich besser an die jüngeren Gören halten. Oh, wie kommt denn so jemand wie du zu dem Spitznamen Princess? Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Ich gehe jetzt. Nein, machen Sie einen Abgang. Nee. Ich muss Ihnen keine Rechenschaft ablegen, Mungo. Halten. Aber wenn wir schon dabei sind, gehen Sie mir nie wieder mit blöden Sachen wie Spitznamen auf die Nerven.
Oh, was bin ich froh, dass ich Ihre Erlaubnis habe. Oh. Oh, wie gern würde ich die abknallen jetzt. Ich schwör's euch, Leute. So, erstmal hier nochmal. Jetzt muss ich extra diesen blöden Bürgermeister lokale Karten. Ach, ich muss hier gar nicht. Ah, doch, ich muss da lang. Souvenirshop. Bürogebäude. Ja, egal, Leute. Wir machen hier Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wie wir es lösen, hier durchzukommen. Ich glaube, wir müssen zum Bürgermeister, ist klar. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.